So, wir machen mal weiter bei Tops hier. Claimen eine Mystery Box. Und haben hier Darwin Quintero. Schön auch, wie die Apps alle gleich aufgebaut sind. Bei Star Wars macht man irgend so eine Truhe auf. Hier hat man halt eine Sporttasche. Houston Dynamo. Graham Shaqiri, der spielt bei Chicago. Krass. Lebt in American Way of Life. Justin Gladreel, Salt Lake. Alan Franco, Charlotte und nochmal denselben in derselben Farbe. So, es fühlt sich 17,9%, 10%. Dann haben wir kostenlose Münzen und nochmal und die Arcade. Und wir bekommen Brookstone. Sind das eigentlich spezielle Karten, die man hier auf dem Rad hat? So, 27,1%. Auch mal drehen. Tios Rosetto, neue Karte auch. Sehr schön. Und noch einmal. Bobby Wood, den haben wir schon. Schön. Und dann haben wir eine Mission erfüllt, bekommen dafür 500 Münzen. Und kaufen dann jetzt mal ein paar Packs. Gibt's was Neues hier? Jo, tatsächlich. Vor 22 Stunden. MLS Relics continues with Rafael Chichos. Celebrate all the dads with a new Father's Day Boost. Ja, selbst bei Star Wars. Bundesliga Top 11 of the Year. Ja. So. Dann. Ich habe auch gesehen, während der noch laufenden Bundesliga-Saison gab es da schon regelmäßig Specials. Das ist jetzt ein bisschen ausgelaufen. Wir kaufen jetzt einfach mal ein Bundesliga-Base-Set. Denke ich, kaufe jetzt mal 10 Packs, oder? So, Fabian Kunze, neu, Arminia Bielefeld, Armin Younes, Markus Thuram, den habe ich schon. Stefan Leiner ist neu und André Silva habe ich auch schon. Dann kaufen wir mal Bundesliga Top 11 of the Year. Gute Weghorst, haben wir schon. Timo Horn, neu. Lee Jae-sung neu. Schöne Frisur. Jonas Hector haben wir schon. Dan Axel Zagadou auch neu. So. Gut, dann kaufen wir mal ein Champions League Set. Rafael Varane neu. Dybala auch. EP auch neu. Fanaken. Club Brügge auch neu. Ivan Perisic, Inter Mailand. Fünf neue, sehr gute Quote. Perfekte Quote. Dann machen wir mal hier im MLS Special Dings weiter. Hier mit den Vatertagskarten. Amerikanischer Vatertag, der ist halt immer später als der deutsche. So, einmal her damit. Diego Schara, Portland Timbers, Tristan Blackmon, Jimmy Montero, Daniel Gazdag, Fabrizio. Drei von fünf neue. Ist okay. Aber jetzt irgendeine spezielle Bayern, haben wir mal Luis Araujo. Old School. Francisco Calvo. Zachary Borgia. Jimmy Chara. Bobby Wood. Walker Zimmerman. MN. Wunderbar. Quote, dann kaufen wir uns mal das Brandon Vasquez Pack. Mal 6 sein, ne? Ich habe Schwierigkeiten mitzuzählen, jetzt mal Strichliste machen. Also viel Quatsch zwischendurch. Wir sehen die Packs auch übrigens unterschiedlich aus. Bei Star Wars sehen die mal alle gleich aus. Das stört mich so ein bisschen. Jimmy Chara, Talisman Magno, Robert Ori Torkelson. Haben wir schon. Graham Susi, Vela. 3 von 5 neu. Dann kaufen wir mal Rafael Tsichos Pack. Albert Rusnak, Alex Ring, Johnny Russell, nochmal Alex Ring und dreimal Alex Ring in derselben Farbe im selben Pack. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Ja, Herr Ring, nehmen wir mal so an. MLS Schimmer. So, wir kriegen immer weniger, wir haben immer weniger Geld auf dem Konto, deswegen werde ich in den nächsten Parts vielleicht mal ein bisschen weniger Packs öffnen. Jetzt machen wir aber erstmal so weiter. Diego Fagundes, William Yarbrough, Isaac Atanga, Clement Diop und Wolf Brissow. 4 von 5, sehr schön.
Und dann kaufen wir mal noch zwei Bundesliga-Packs. Die sind ja am wichtigsten für mich. Ja. 55.500 Münzen noch. Lewandowski, Nkunku, Kramaric, Frimpong und Castells, 4 von 5, gute Quote mal wieder. Dann holen wir uns noch ein Top 11 of the Year Dings hier. Zola, Haaland, Mavropanos, Baumgartner und Hofmann, 4 von 5 neu, wunderbar. Dann nehmen wir uns den 30% den ersten. Jawohl, dann haben wir noch eine Mission abzuholen hier, 1 zu 2 sogar. Da bekommen wir 7.500 Münzen und hier hinten Avatar. Und nochmal hat sich unser Konto wieder ein bisschen aufgefüllt. Wir haben noch 60.000 und damit machen wir nächstes Mal weiter. In dem Sinne, tschüss.